Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Workout Wednesday. Diesmal wieder im Garten. Ihr braucht aber die gleichen Geräte, also Rack, Ringe, Seil und vielleicht ein Minibar. Der ist aber nicht unbedingt notwendig, hilft euch aber. Genau, wir fangen auch schon an. Wärmt euch vorher natürlich wieder auf und los geht's. Es geht wieder los mit der Sprungkraft. Dieses Mal machen wir kein einfaches Seilspringen, sondern lassen das Seil gleich doppelt unter den Beinen durchschwingen. Dafür müsst ihr entweder höher springen oder das Seil schneller durchdrehen lassen. Versucht einen Rhythmus zu finden, dann geht es am besten. Bei den Liegestütz machen wir jetzt Liegestütz mit Anbücken. Dazu müsst ihr euch richtig hoch rausdrücken und die Beine und Hände möglichst schnell zusammenbringen. Anfangs könnt ihr auch die Hüfte etwas beugen, damit es euch leichter fällt. Beim L-Sit haben wir die Beine ja schon überkreuzt. Jetzt erhöhen wir die Schwierigkeit und kreisen die Beine seitlich zum Spitzwinkel und wieder zum L-Sit. Das könnt ihr anfangs auch mit etwas Schwung machen. Nun bahnen wir uns den Weg zum einarmigen Klimmzug und machen dafür die Negativbewegung. Springt dazu in den einarmigen Klimmzug und senkt euch innerhalb von 5 bis 10 Sekunden ab. Beim Handstand haben wir auch schon einiges gemacht. Nun wollen wir die Kraft und das Gleichgewicht stärker trainieren. Geht dazu in den Handstand und spreizt die Beine. Verlagert euer Gewicht erst auf den einen Arm, dann auf den anderen, wie ein Pendel. Die Hangwaage rücklings haben wir beim letzten Video gehockt gemacht. Hier steigern wir die Schwierigkeit, indem wir die Beine grätschen und so tief gehen wie möglich. Und dort halten wir einige Sekunden. Wenn ihr es schafft, könnt ihr den Körper auch wieder hochziehen. Das Training macht ihr alle 2 bis 3 Tage so lange, bis ihr denkt, dass ihr die nächste Stufe schafft. Macht zum Aufwärmen auch die Basic-Übungen, also Liegestütz und so weiter, da es den Körper auf die großen Belastungen vorbereitet. Dehnung ist auch sehr wichtig, da es euch vor Verletzungen schützt und euch die Übungen erleichtert. Nun wieder zur Werbung. In der Beschreibung sind wieder die Geräte verlinkt. Auf die Edelkraft-Produkte bekommt ihr sogar 10% Rabatt mit dem Rabattcode TUGAREX. Genau, ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche. Haut rein, bis dahin, ciao und lasst natürlich ein Abo da und ein Gefällt mir. Bis dahin, ciao.